وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nachdem wir das letzte Mal das Thema Bid'ah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beendet haben, werden wir heute inshallah ta'ala mit der Frage 112 fortfolgende weitermachen. Das allgemeine Thema ist heute der Takfir. 111. Takfir ist ein islamrechtliches Urteil. Der Takfir, jemandem zum Kafir erklären, ist ein islamrechtliches Urteil. Deshalb erklären wir nur denjenigen zum Kafir, den Allah und sein Gesandter zum Kafir erklärt haben. Wer darüber hinaus eine Person zum Kafir erklärt, ist aufgefordert, einen Beweis zu erbringen, der auf den Kufr dieser Person hinweist. Na, und zwar sollten wir wissen, erstmal, der Takfir ist natürlich eine Sache, die eine Grundlage in der Religion ist. Und selbst die Leute der Irre, diejenigen, die keine Muslime sind, wenn ihr zum Beispiel seht, es gibt einen Sonnenanbeter und dieser diskutiert mit einem Mondanbeter, so wird der Sonnenanbeter den Mondanbeter als Kafir erklären oder zum Kafir erklären. Warum? Weil er nicht seine Akide hat, weil er nicht bezüglich seiner Glaubensgrundsätze übereinstimmt. Und so hat natürlich die islamische, so hat natürlich der Islam auch ebenfalls den Takfir in der Religion mit integriert, der natürlich aber mit Recht gesprochen werden darf. Und das ist nicht eine Sache, die wahllos über irgendwelche Personen gesprochen wird, sondern vielmehr ist das eine Sache, die mit Bedingungen belegt ist, wie wir gleich bei Idnillah Ta'ala in den weiteren Fragen erläutern werden. Hier heißt es: Wer darüber hinaus eine Person zum Kafir erklärt, ist aufgefordert, einen Beweis zu erbringen. Und hier sehen wir, dass das nicht eine wahllose Sache ist, wo jemand einen anderen einfach zum Kafir erklären kann, das heißt ihn vom Islam sozusagen ausschließt, sondern er braucht dafür einen klaren Beweis. Mit anderen Worten, wenn es eine Person gibt, der zum Beispiel sagt, ich lehne die Religion des Islams ab. Und dieser hat einen muslimischen Namen vielleicht. Vielleicht heißt er sogar Mohammed oder Mahmud. So wird keiner der Muslime diesen als Muslim sehen, sondern vielmehr ist dieser ein Kafir. Und deswegen müssen wir auch natürlich einen klaren Beweis erbringen. Wenn wir hier über den klaren Beweis sprechen, dann meint der Sheikh Hafidhullah, dass das nicht ein zweifelhaftes Argument ist, was du entgegenbringst. Dass das was? Nicht ein zweifelhaftes Argument ist, was du entgegenbringst. Und hier haben wir die Geschichte von Usama ibn Zayd radiallahu anhu bei Al-Bukhari und Muslim. Als einmal eine Schlacht gewesen ist, wo die Muslime gegen die Götzendiener gekämpft haben, gab es eine Person unter den Götzendienern, der sehr viele von den Muslimen getötet hat. Bis die Sahaba radiallahu anhum zu Usama ibn Zayd, und dieser war der Liebling von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bis sie zu ihm gesagt haben, du musst dich um ihn kümmern. Und als er voranschritt in Richtung dieser Person, fiel das Schwert aus der Hand dieser Person herunter, von dem Götzendiener, der zuvor viele Muslime getötet hat. Und er schrie laut, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Usama ibn Zayd radiallahu an sah dieses Verhalten von diesem Götzendiener nichts anderes als was? Als Heuchelei. Ich meine, ihr müsst euch jetzt mal die Situation vorstellen, wie würdet ihr handeln? Im Krieg,
der Feind hat schon einige von euren Gefährten getötet und er hat noch das Schwert in der Hand. Erst als er das Schwert nicht mehr in der Hand gehalten hat, sagte er das Glaubensbekenntnis. Was würde jeder denken? Angst vom Tod. Angst vom Tod. Das ist irgendwie eine Ablenkung, das ist irgendwie, wie nennt man das? Hinterlist. Ja, ein Hinterlist und Trick, einfach irgendwie so. Okay. Das ist das, was wir alle gedacht hätten. Und wäre dieser Hadith nicht, würden wir immer noch so denken. Was hat Usama ibn Zayd gemacht? Er hat ihn getötet. So kam die Angelegenheit zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte ihm, o Gesandter Allahs, er tat das nur aus Angst vor der Waffe. Khaufan min as-silah. Aus Angst vor was? Vor der Waffe. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ashaqaqta an qalbi, hast du sein Herz geöffnet? Hast du reingeschaut? Dann sagte der großartige Gefährte Usama ibn Zayd, bitte Allah um Vergebung für mich. Das heißt, er hat verstanden, dass er falsch gehandelt hat. Dann wiederholte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und es gibt verschiedene Riwayat, er sagte, was wirst du Yawmul Qiyamah vor seinem La ilaha illallah sagen? Nochmals, warum hat Usama ibn Zayd ihn den Kopf abgeschlagen? Weil er dachte, dieser hat dieses Wort mit Heuchelei gesagt. Aber war das die Wahrheit oder war das eine Vermutung? Das war die Wahrheit. Also von Osama bin Zayd, Osama bin Zayd hat vermutet. Vermutet. Schaut mal, in diesem Fall ist die Vermutung stark, in all unseren Augen. Ja. Und sie überwiegt sogar. Richtig? Aber ist das ein Grund, aufgrund von Vermutung? Deswegen, wir reden hier über den klaren Beweis. Wenn du jemanden vom Islam ausschließt, was brauchst du? Einen klaren Beweis. Und wir kommen noch zu den Bedingungen. Aber trotz der überwiegenden Vermutung von Usama ibn Zayd hat er falsch gehandelt. Usama ibn Zayd, ein Unwissender oder ein Wissender? Ein Wissender. Ein Wissender. Und trotzdem hat er falsch gehandelt. Weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihn sagte, hast du sein Herz geöffnet. Okay, jetzt wollen wir mal zwei Sachen genauer analysieren. Die Aussprache der Shahada von dem Mushrik, von dem Götzendiener und die Vermutung plus, was er äußerlich gesehen hat. Ah, hast du sein Herz geöffnet? Das heißt, manchmal kann dir äußerlich etwas in eine bestimmte Richtung erscheinen, aber du liegst falsch. Du liegst falsch. Hatib radiallahu an, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, auch bei Al-Bukhari. Als dieser eines Tages seinen Verwandten in Mekka Bescheid gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie angreifen wird, und er Hochverrat hier ausgeübt hat, weil das war ein Geheimnis unter den Muslimen. Er hat das gemacht. Warum? Er sagt mir, warum hat er das gemacht? Warum hat er seinen Verwandten in Mekka gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie angreifen wird? Er hatte Angst wegen seiner Familie. Er hatte Angst um seine Familie, damit seiner Familie nichts passiert. Aber er hat es getan. Er hat die Mekkaner gewarnt. Äußerlich, nach was sieht diese Tat aus? Hochverrat. Ja, und damit? Kufr. Großer Kufr. Was sagt Allah Azza wa Jalla im Koran? Ya ayyuhallazina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, tulquna ilayhim bil mawadda. O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu awliya, indem ihr ihnen zum Sieg verhilft, indem ihr sie liebt, indem ihr ihnen zur Seite steht, euch für sie freut. Nimmt sie euch nicht zu Auliya, indem ihr ihnen Zuneigung, tulquna ilayhim bil mawadda, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt. Und hier ist die Eier klar,
Womit hat sie angefangen? Ja, ayyuhal ladhina amanu. Das heißt, war Hatib ein Kafir dadurch? Nein. Er hat falsch gehandelt und er hat etwas Gewaltiges gemacht. Und äußerlich schien es, als ob er mit den Kuffar eine Abmachung hätte, aber das war nicht der Fall. Und somit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar gesagt, sadaqa. Das heißt, er hat die Wahrheit gesprochen. Deswegen, liebe Geschwister, die Vermutung ist eine Sache. Bei uns reicht aber nicht im Thema Takfir eine Vermutung. Ihr wisst schon, in welche Richtung ich gehe. Manche Leute denken, weil ein Präsident neben dem anderen steht und einer vielleicht den Islam feindlich gegenüber gesinnt ist, dass sie automatisch Freunde sind, sich lieben. Was ist dann seine Vermutung? Und darüber werden wir danach in einer anderen Fragestellung noch sprechen. Seine Vermutung ist, dass er den Kafir liebt. Sie sind eine Einheit. Und er unterstützt ihn im Kampf gegen die Muslime. Und das ist ein Problem. So darf ein Muslim nicht denken, sondern er braucht einen klaren Beweis. Er braucht was? Einen klaren Beweis. Das heißt, so klar wie die Sonne, dass diese Person, den er zum Kafir erklärt, auch wirklich ein Kafir ist. Und insofern ist das Thema auch nicht für die Laien, für diejenigen, die nicht über das nötige Wissen verfügen, sondern vielmehr ist das ein Thema für die Leute des Wissens. Nein. Allgemeiner und spezifischer Takfir, Tabdir, Tafsir. Der Takfir, der Tabdir, jemanden zum Erneuerer erklären, und der Tafsir, jemanden zum Fasiq erklären, als allgemeine Beschreibungen, erfordern nicht unbedingt in jedem Fall, dass eine spezifische Person zum Kafir, Erneuerer oder Fasiq erklärt wird, außer wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind und die Hinderungsgründe beseitigt sind. Nein. Wir haben eine Regel von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Diese Regel ist, Laysa kullu man kafar waqa'al kufr alayh. Nicht jeder, der Kufr begeht, so fällt auch das Urteil Kafir auf diese Person. Eine sehr wichtige Grundlage von Ahlus Sunnah. Wer diese versteht, walhamdulillah, der wird niemals zu den Leuten der Khawarij gehören. Nicht jeder, der den Kufr begeht, so fällt auch der Kufr auf ihn. Das heißt, so wird er auch automatisch ein Kafir. Denn jeder muss wissen, dass wir, und wir kommen gleich dazu, bi'idhnillah ta'ala, verschiedene Situationen haben können. Verschiedene Situationen haben können. Wenn wir sagen, jeder, der Kufr macht oder Kufr sagt, automatisch ein Kafir ist, so haben wir doch den Hadith bei Al-Bukhari, als der Mann, der in der Wüste sein Reittier, sein Kamel samt seines Proviants verloren hat und er sich hingelegt hat, um auf den Tod zu warten und dann irgendwann aufstand und sein Kamel vor sich sah, voller Freude sagte er, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam kommentierte das und sagte, akhta'a min shiddati al-farah. Er hat einen Fehler aus übermäßiger Freude begangen. Wenn wir jetzt diese Regel anwenden würden, jeder, der Kufr macht oder sagt, ist automatisch ein Kafir. Das heißt, er wäre auch Kafir. So, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn dann entschuldigt? Nein. Dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nicht entschuldigt. Und so gibt es viele, viele Beweise aus der Sunna, dass nicht jeder, der Kufr begeht, auch automatisch damit ein Kafir wird. Wer euch sagt, wer Kufr begeht, ist automatisch ein Kafir, der ist 100% von wem? Von den Khawarij. Der ist 100% von den Khawarij.
Und diesen Grundsatz findest du nicht bei Ahlus Sunnah, sondern vielmehr nicht jeder, der den Kufr begeht, so fällt der Kufr auf ihn. Und das belegen viele, viele Überlieferungen. Und inshallah ta'ala werden wir hier und dort zu dem einen oder anderen Beweis kommen. Der Takfir, der Tabdi' und der Tafsir als allgemeine Beschreibung erfordern nicht unbedingt in jedem Fall, dass eine spezifische Person zum Kafir, Erneuerer oder Fasik erklärt wird. Und hier deswegen, dafür haben wir Beweise. Zum Beispiel, Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala führte an in Majmu' al-Fatawa, dass er den Beweis nahm, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und die Überlieferung ist bei Abu Dawud, er sagte, la'ana Allahu al-khamra wa sharibaha. Allah verflucht den Khamr oder soll den Khamr verfluchen und denjenigen, der ihn trinkt. Tayyib. Verflucht. Der Hadith ist klar. Und es gab damals einen Sahabi, der immer wieder getrunken hat. Immer wieder trank er. Bis ein anderer Sahabi ihn verflucht hat und sagte, Überlieferung ist bei Al-Bukhari, er sagte, wie oft er das immer wieder macht. Das heißt, er wird gepeitscht, dann trinkt er wieder. Und wieder wird er gepeitscht und trinkt wieder. Verflucht seist du. La'natullahi alaik. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das gehört hat, sagte er zu ihm, la tal'anhu fa'innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Die Überlieferung ist bei Bukhari, Affan und Muslim. Verfluche ihn nicht, denn er liebt Allah und seinen Gesandten. So, jetzt haben wir doch den einen Hadith bei Abu Dawud. Verflucht sein soll derjenige, der den Alkohol trinkt. Was hat der Sahabi jetzt gemacht? Er hat einfach übertragen, was der Prophet sallam gesagt hat, auf den Sahabi. Eigentlich nichts Verwerfliches, würden wir denken. Doch, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, verflucht ist der, der den Alkohol trinkt, spezifisch oder allgemein? Allgemein. Deswegen ist dieses Urteil auch nur allgemein zu nehmen. Als es dann aber speziell wurde, er zu dieser Person direkt gesagt hat, verflucht seist du, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn hier gestoppt und gesagt, er liebt Allah und seinen Gesandten. Das heißt, was hat er für ihn bestätigt? Den Iman. Und hat nicht akzeptiert, dass er spezifisch verflucht wird. Dürfen wir sagen, nachdem wir das gehört haben, verflucht seien diejenigen, die den Alkohol trinken. Dürfen wir das sagen? Warum? Ist allgemein. Aber darf ich sagen, Mahmoud, du hast gestern Alkohol getrunken, verflucht seist du. Und Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, sagte, und so verhält sich das nicht nur mit dem Verfluchen, mit Al-La'n, sondern auch mit dem Takfir und dem Tafsiq und dem Tabdi'a. Du darfst nicht jemanden einfach so zum Kafir erklären, außer es gibt die Hinderungsgründe, die man natürlich einhalten muss. Du darfst einen einfach nicht so als Mubtada, als Leute der Bid'ah bezeichnen, außer du hast dabei die Regeln beachtet. Du darfst nicht einfach einen als Fasiq bezeichnen, außer du hast die Regeln betrachtet. Und schaut mal, wenn das nicht der Fall wäre, hätten wir viel Unheil. Schaut mal nur, was eine Gruppe von Leuten schon an Unheil angerichtet hat. Stellt euch vor, das wäre in der Religion allgemein erlaubt, was los wäre. Was los wäre, dann hätten wir tatsächlich viel, viel Unheil. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass dieses nicht einfach eine Vorgehensweise ist, die jeder sich bedienen darf. Nein, es gibt Hinderungsgründe bzw. Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine spezifische Person zum Kafir erklärt wird. Nein. Zu den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine spezifische Person zum Kafir erklärt wird, zählen erstens Wissen al-Ilm, zweitens Verstand al-Aql, drittens Reife al-Bulugh, viertens Freiwilligkeit al-Ikhtiyar, fünftens die Absicht al-Qasd, sechstens nicht vorhanden sein von Interpretationen, Adam al-Ta'wil. Okay.
Das sind Bedingungen. Demgegenüber stehen die Hinderungsgründe, Al-Mawane auf Arabisch. Die Bedingungen sind die Shurut, ja, oder wir sagen Dawabit al-Takfir. Wenn wir sagen Dawabit al-Takfir, dann heißt es, wir reden über Regeln in der Religion. Okay? Wir haben zum einen die Bedingung und die Bedingung, natürlich der Gegensatz von diesen Bedingungen, sind die Hinderungsgründe. Einer hat Wissen, der andere ist ein Jahil. Einer hat Verstand, der andere ist verstandlos verrückt. Einer ist reif, der andere ist unreif. Einer macht das freiwillig, der andere macht das aus Zwang heraus. Einer macht das mit Absicht, der andere aus Versehen. Einer macht das, indem er was interpretiert vom Koran, der andere, indem er nicht etwas vom Koran, nicht vorhanden sein von Interpretation, das macht, sondern vielmehr hat er eine Interpretation, ein Ta'wil für das, was er macht. Das sind die Bedingungen und Hinderungsgründe. So, infolgedessen, wenn wir zum Beispiel den Verstand nehmen, Al-Aql, okay, demgegenüber haben wir gesagt, Al-Junun, dass man nicht bei Verstand ist, ist der Gegensatz. Okay. Einer, der jetzt psychisch krank ist und sehr, sehr verwirrt ist, spricht Worte des Kuffers, Jan. Dürfen wir auf ihn den Kuffer projizieren? Nein. Warum? Weil die Orbit nicht gegeben sind, sprich die Bedingungen, wenn wir über die Bedingungen Al-Aql sprechen, dann gibt es einen Hinderungsgrund, dass man nicht ganz bei Sinnen ist. Trifft dieser Grund zu hier, Jan, dass er nicht ganz bei Sinnen ist? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Abu Dawud, er sagte, Rufi al-Qalamu an Thalath. Der Stift ist über drei Leute erhoben worden, eine Gruppe an al-Majnun hatta Yaqil. Das heißt, der Stift ist über drei Leute erhoben. Dieser Stift schreibt nicht ihre Taten. Und eine Gruppe, die er davon nannte, war über denjenigen, der unzurechnungsfähig ist, bis er wieder bei Sinnen ist. Die Reife, Al-Bulugh. Ein Fünfjähriger sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Kannst du ihn zum Kafir erklären? Ja oder nein? Was steht dem gegenüber als Hinderungsgrund? Al-Bulugh, sein Alter. Seine Reife. Richtig. Ein anderer Punkt, Freiwilligkeit, Al-Ikhtiyar, dass jemand aus freiem Willen etwas tut. Wenn jemand jetzt zum Beispiel gezwungen wird, den Kuffer zu sprechen, Maybek, ist er ein Kafir, wenn er gezwungen wird? Nein. Er ist kein Kafir. Dieser Zwang ist was? Ein Hinderungsgrund, ein Mana. Okay? Einer hat aus Versehen etwas gesagt, wie das Beispiel von demjenigen mit dem Kamel, was wir gerade erklärt haben. Dieser hat einen Hinderungsgrund. Warum hat der Prophet ﷺ ihn nicht vom Islam ausgeschlossen? Weil? Weil er sich gefreut hat. Aus übermäßiger Freude heraus hat er etwas gesagt, aber das war natürlich aus Versehen. Eine Person interpretiert eine Sache und denkt aufgrund von Koran und Sunna, er nimmt natürlich die Texte von den Muslimen, Koran und Sunna, er guckt ja nicht im Comic rein oder in irgendein Buch, sondern aus Koran und Sunna und dachte, weil in Koran und Sunna das so steht und er es falsch verstanden hat, dass er das sagen oder machen darf und das war zum Schluss Kufr. In diesem Fall? Hinderungsgrund, dass er was gemacht hat. Genau, er hat Ta'wil gemacht. Und hier gibt es eine sehr schöne Geschichte, die sowohl Sheikh al-Islam als auch Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab übertragen haben. Es gibt eine Ayah in Surat al-Ma'idah, wo einige Sahaba wie Qudama radiallahu anhu und seine Gefährten verstanden haben, dass sie aufgrund dieser Ayah
den Alkohol trinken dürfen. Sie haben ihn getrunken und ihn für erlaubt erklärt. Okay? Qatada und Tabi, oder? Qatada, es gab unter den Sahaba gab es Leute, die Qatada hießen und auch später. Aber Qatada, der Sahabi, er war in der Schlacht von Badr mit dabei. Und seine Ashab. Sie haben eine Ayah gelesen aus Surat Al-Ma'idah. Und es ist nicht verboten für diejenigen, die Allah fürchten, dass sie dieses und jenes machen dürfen. Ja. So. Was Qudama gesagt? Qudama oder Qatada? Ich habe Qudama gesagt. Ja, du meinst auch Qudama? Ja, ja, Qudama. Was habe ich gesagt? Was hast du Qatada gesagt? Lass mich durch. Nein, wir meinen Qudama. Affan, wir meinen Qudama. Radiallahu anhu. Dieser hat mit seinen Gefährten aufgrund dieser Ayah was getrunken? Alkohol. Frage. Das Urteil von Alkohol, eine Sache, ma'lumun min ad-dini bid-darura. Das heißt, notwendigerweise zu wissen, dass es verboten ist? Ja oder nein? Ja. Nein. Das heißt, hier können wir nicht sagen, dass es versteckt, verborgen, das wissen nur die wenigsten. Sondern, wenn du ein kleines Kind fragst, Abu Bakr, sechsjährigen Muslim, ist Alkohol erlaubt, was sagt er dir? Er sagt, ja klar. Achso, nein. Also, vielleicht. Ich weiß nicht, welche Kinder du kennst, aber. Nein, klar. Also, okay. Nein, natürlich, er weiß. Er weiß es. Warum? Weil das eine Angelegenheit der Religion ist, die notwendigerweise ist, zu wissen. Ihr wisst jetzt schon, worauf ich hinaus will, weil in der Tat, es gab einige Gelehrte, die gesagt haben, wenn das eine Sache ist, die von der Religion notwendigerweise ist zu wissen, dann gibt es hier keine Entschuldigung. Sagten manche richtig, aber hören wir diesen Fall. Umar ibn al-Khattab hat in dieser Zeit regiert. Dann hörte er von Qudama und seinen Ashab, dass sie getrunken haben und er hat sie zu sich bestellt. Und er sagte, wenn sie davon nicht ablassen, dann töten wir sie als Murtaddin. Das heißt, als Abtrünnige, die den Islam verlassen haben. Wenn sie aber Reue zeigen, dann hier in diesem Falle werden sie gepeitscht. At-Tahawi, rahimahullah ta'ala, sagt, und die Sahaba, Umar, Ali ibn Abi Talib und die anderen hatten ein Ijma', dass sie nicht anderes urteilen. Wer hat ein Ijma'? Die Sahaba. So. Eigentlich, jemand, der etwas, was verboten ist, zu erlaubt erklärt, ist nach unserer Religion ein Kafir. Und noch schlimmer ist, wenn es eine klare Sache ist. Wenn es was? Eine klare Sache ist, wie das Trinken vom Alkohol. Fakt ist aber hier, dass die Sahaba ihn nicht vom Islam ausgeschlossen haben, bis sie was? Sie belehrt haben. Bis sie was? Sie belehrt haben. Und diese Sache hat auch Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, der Schüler von Imam Ahmad, der zu der hanbalitischen Rechtsschule gezählt hat und auch natürlich die Rechtsschule von Imam Ahmad zusammengefasst hat. Dieser hat gesagt, anhand dieser Überlieferung sehen wir, dass Umar radiallahu anh nicht er bestraft hat, bis er sie belehrt hat. Bis er was? Sie belehrt hat. Und insofern, Religion ist nicht immer weiß und schwarz. Nein. Weiß und schwarz, wer so denkt, wird entweder ein Murji'i oder ein Takfiri. Eins von beiden. Und wir kommen zu beiden Gruppen. Sondern manchmal gibt es Sachen, die sind was? Detailliert. Die sind was? Detailliert. Insofern, wenn jemand, und das ist die Aqida von Ahlus Sunnah, sie schließen nicht jemanden einfach vom Islam aus, außer, dass der klare Beweis über ihn ergangen ist und die Bedingungen bzw. Hinderungsgründe geprüft wurden. Dann kommt der Ausschluss. Und hier seht ihr, den Unterschied von Ahlus Sunnah zu den Khawarij und zu den Murji'ah. Murji'ah, haben wir schon oft erwähnt, das sind diejenigen, die sagen, wenn du dein Glaubensbekenntnis gesprochen hast, wird nichts mehr deinen Iman schaden. Du bleibst für immer Muslim.
Die Khawarij sind genau das Gegenteil. Wenn du eine Sünde gemacht hast, nützt dir keine Gehorsamkeit mehr, weil du bist ein Kafir geworden. Schaut mal. Ahlus Sunnah wal Jama'a sagen, derjenige, der eine Tat vom Kufr oder vom Schirk, wir meinen natürlich den großen Kufr und den großen Schirk, macht, so wird er belehrt. Wenn er daran festhält und nicht davon ablässt, was ist sein Urteil? Käfer. Dann ist er ein Käfer. Und er bleibt nicht, wie die Murji'a sagen, was? Muslim. Oder Mu'min. Kamil al-Iman, den Iman sogar von Jibril alayhi salatu wassalam. Haben auch keinen anderen gefunden, außer Jibril. Wir sagen nicht wie die Murji'a, er bleibt Muslim. Und wir sagen nicht wie die Khawarij, dass es überhaupt keine Hinderungsgründe gibt. Sondern nach der Prüfung der Hinderungsgründe ist sein Urteil fällig. Ist sein Urteil was? Fällig. Und deswegen haben wir hier auch eine Sache, die walhamdulillah rabbil alamin in der Hand der Gelehrten ist. Überlegt mal. Glaubt ihr, das allgemeine Volk kennt diese Themen? Das allgemeine Volk unter den Muslimen kennt diese Themen? Da sagt die Bedingung, was für Bedingung? Habibi, das ist Viranima, sagt er dir. Takfir ist Viranima. Du musst schnell da sein. Schnell machen. Sonst ist die Beute weg. So denkt er. Aber das ist nicht so, wie er denkt. Sondern vielmehr haben wir Regel. Na, zum ersten Punkt vielleicht eine Sache. Wissen, Al-Ilm und Unwissenheit. Natürlich, damit wir diese Sache auch klar verstehen, und Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, hat sehr viel darüber gesprochen. Es ist nicht für einen Muslim erlaubt, das Wissen zu unterlassen. Welches Wissen meinte Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Über welches Wissen spricht er? Das verpflichtende Wissen. Das verpflichtende Wissen. Ihr wisst, er hat auch ein Buch. Er hat ein Buch gemacht, dieses Buch, oder ein Buch geschrieben, hat ein Buch geschrieben, Usul al-Thalatha. Da hat er genau beschrieben, was das verpflichtende Wissen ist. Und hier darfst du nicht als Muslim sagen, ich habe keine Zeit zum Lernen. Es gibt Themen, die muss jeder Muslim wissen. Mann oder? Frau. Alt oder? Frau. Muss jeder wissen. Araber oder? Nicht da. Weil der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung bei Ibn Majah, Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Das Streben nach Wissen ist verpflichtend für einen jeden Muslim. Ist damit Abu Sha'ib das Erbrecht gemeint? Die Hadith-Lehre gemeint? Nein. Das kann man nicht von jedem verlangen. Sondern es gibt Themen, die muss ein jeder Muslim wissen. Auch in manchen Sachen, Halal, Haram, muss ein Muslim das wissen. Schirk, Kufr, Halal, Haram, Halal. Diese Themen muss ein Muslim wissen. Aber das Wissen ist nicht für jeden zugänglich. Mafum? Schaut mal, du musst das wissen. Aber du hast niemanden. Oder du hast Leute, die Dullal sind, wie Leute der Sufiya, Mu'tazila, Khawarij, Shia. Und dadurch erfährst du nicht das richtige Wissen. Sind diese Leute entschuldigt? Trotz der Aufforderung, dass es verpflichtend ist, für jeden Muslim etwas zu wissen, die Khawarij sagen dir, schaut mal, was für ein billiges Scheinargument. Sie sagen dir, ja, wenn Wissen keine Notwendigkeit ist, erstmal, wer hat das gesagt, dass das keine Notwendigkeit ist? Natürlich, wir sagen, das ist eine Notwendigkeit. Aber nichtsdestotrotz, wenn Wissen nicht so wichtig ist, dann ist doch ein Unwissender zu bleiben besser, als dass man Wissen erlangt. So sagen die dir. Und das sagen sie dir mit Unwissenheit. Warum? Weil der Prophet, wie wir schon gesagt haben, er sagte, das Streben nach Wissen, ist hat jemand gesagt,
es ist erlaubt für die Leute unwissend zu bleiben? Nein. Aber über welche Situation reden wir jetzt? Über Leute, die nicht die Möglichkeit hatten, zu lernen. Das Wissen gelangt nicht zu ihnen und sie gelangen nicht zum Wissen. An ihrem Ort gibt es keine Gelehrte. Oder es gibt wen, die? Die Dullal. Die Dullal. Ich gebe euch nur ein kurzes Beispiel. Ein Chef hat uns erzählt, der aus Syrien kam. Er sagte, in Syrien haben sie es so gemacht, dass sie zu den Gräbern der Aulia gegangen sind. Und dann dem Kind gesagt hat, wünsch dir etwas vom Toten. Dann hat das Kind gesagt, zum Beispiel, ich möchte ein Fahrrad. Dann haben die Eltern das gekauft und ihm das Fahrrad vor die Tür gesetzt und gesagt, der Waliullah hat dir das besorgt. Ja, so wachsen sie auf. Yani, wo ist die Gerechtigkeit, dass man solche Leute in dieselbe Schublade reinmacht, wie Leute, die Wissen haben? Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat viel an Unwissenheit gesehen. Vieles. Aber subhanallah hat nicht den Takfir gemacht, den wir heute bei den Takfir sehen. Und deswegen, es gibt einen Ijma', den Ibn Qudama al-Maqdisi und Ibn Abdul Barr und Sheikh al-Islam rahmatullah alayhim ajma'in übertragen haben, dass es verboten ist, einen neuen Muslim und einen unwissenden Muslim, der nicht zum Wissen gelangen kann, dass man sie vom Islam ausschließt, auch wenn sie den großen Kufr und den großen Schritt begehen. Das ist Ijma' unter allen Gelehrten. Diesen Ijma' kennen die Takfiris nicht, kennen die Khawarij nicht. Aber das ist nicht unser Problem, wenn sie eine Sache nicht kennen, dann sollen sie nicht über Udhr bil Jahl sprechen, weil sie haben selber Jahl. Da können sie dann nicht über dieses Thema reden. Und dies ist deswegen, und das ist Ijma, dass wenn ein neuer Muslim dir sagt, zum Beispiel, ein Wort vom Kuff, zum Beispiel, du gehst zu einem neuen Muslim und sagst, herzlichen Glückwunsch, Alhamdulillah, du bist jetzt Muslim, deine beste Entscheidung und. Und er hat dir dann auch was zu essen gemacht, damit ihr etwas zusammen verbringen könnt. Dann bringt er dir einen Teller mit zum Beispiel Erbsen und ein Schweinesteak. Dann sagst du ihm, was ist das? Er sagt dir, was ist mit den Erbsen nicht in Ordnung? Nein, nein, das sind nicht die Erbsen. Das ist ein Schweinesteak. Das Schweinesteak. Er sagt dir, was ist damit? Du sagst, das ist Haram für uns. Er sagt dir, das ist nicht Haram. Wer sagt dir, dass das Haram ist? Das ist erlaubt. Bismillah. Und isst. Ist er ein Kafir geworden? Warum nicht? Unwissenheit. In diesem Fall was? Neu im Islam. Und natürlich auch Unwissenheit, aber neu im Islam. Ist kein Kafir geworden. Abu al-Bara, bist du verrückt? Sheikh al-Islam hat übertragen in Majmu' al-Fatawa, dass sogar die Tataren, die den Islam angenommen haben, dass sie kleine Figuren hatten, die sie früher angebetet haben, weiter im Islam benutzt haben, und er sagte, man darf sie nicht vom Islam ausschließen, bis man sie belehrt hat. Über was reden wir jetzt? Über Figuren. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Warum hat er sie nicht vom Islam ausgeschlossen? Weil sie, die Tataren, was waren? Neu im Islam. Ein neuer Muslim geht in die Moschee der Schia, er weiß ja nicht. Er weiß nicht, dass das Irregehende sind. Und hört zum Beispiel, dass alle Sahaba Kuffar sind. Was ist das Urteil über denjenigen, der sagt, alle Sahaba sind Kuffar? Der ist selber ein Kafir. Und dann kommt er zu dir und du redest mit ihm. Er sagt dir, nee, ich mag nicht den Abu Bakr und Omar und Uthman. A'udhu billah, das waren Kuffar, sagt er dann. Jan, ist er Kafir geworden? Nee. Warum? Weil er ist neu und unwissend. Er ist neu im Islam und natürlich dementsprechend unwissend. Ijma.
Kannst du nicht sagen. Ijma ist in unserer Religion was? Ein Beweis. Und Allah Azza wa Jal, und darauf deuten viele Ayat, sagt, damit wir ein, zwei Ayat bekommen, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا in Surat Al-Isra. Und wir werden nicht eher bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Derjenige, der sich aber dem Gesandten widersetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist. Davor oder nachdem? Nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist. Und er verfolgt einen anderen Weg, nachdem ihm die Rechtleitung. Und er verfolgt einen anderen Weg nach der Aufklärung, als den Weg der Gläubigen, bedeutet der Sahaba. So werden wir ihn das verfolgen lassen, wonach er gesucht hat, und wir werden ihn Jahannam aussetzen. Gibt es mehrere Ayat und mehrere Hadithe. Und bei Al-Bukhari, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte, nichts liebt mehr Allah subhanahu wa ta'ala als die Entschuldigung. Als was? Als die Entschuldigung. Das heißt, wenn jemand dann auch letztendlich falsch gehandelt hat, Allah subhanahu wa ta'ala, er liebt die Entschuldigung für diese Leute. Und daher müssen wir genau unterscheiden zwischen einer Person, der zum Beispiel in einem Land aufgewachsen ist, wo der Tauhid gang und gäbe ist, beigebracht zu werden. Zum Beispiel in Saudi-Arabien bis jetzt noch, studieren die Kinder von der ersten Klasse an den Tauhid. Alhamdulillah. Und ich weiß jetzt aktuell nicht, ob es die Bücher gibt, aber es wurden auch die Bücher von Sheikh al-Islam und Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab immer noch gelehrt. So. Wenn wir jetzt über Unwissenheit im Schirk sprechen, ist das gerecht, dass jemand Leute, die in Albanien leben, in Afrika leben, gleichsetzt mit Leuten, die in Saudi-Arabien leben? Sagt es mir. So ganz ehrlich vom Herzen. Sheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, er wurde gefragt über eine Frau in Afrika, die Schirk begangen hat und so gestorben ist. Weil die Leute wollten natürlich wissen, ob sie waschen können und danach auf sie beten. Ist das erlaubt, trotz ihres großen Schirk, den sie gemacht hat? Er hat gesagt, ihr dürft sie waschen und auf sie beten. Deswegen sage ich euch, wenn man die Grundlagen nicht kennt, wird man nicht die Wörter der wer kennt? Der Gelehrten. Auf welche Grundlage hat er diese Fatwa gegeben, Jan? Check ihn mal auf den Kopf. Bedingungen und Unwissenheit. Ah, mashallah. Und wenn wir über Afrika reden, ist schon ein bisschen weiter weg von den Leuten des Wissens. Ne? Geht mal in manche afrikanische Länder. Wallahi, wallahi, wallahi. Ich will dir nicht nur sagen, die sind Analphabeten, das ist klar. Aber mehr als das. Deswegen, wenn diese Leute jetzt zum Islam kommen, weil manche Leute würden sie auch gar nicht in den Islam eintreten lassen. Obwohl er La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt. Manche würden sie nicht in den Islam eintreten lassen. Dann sagen wir, das ist nicht in deiner Hand, sondern die Religion bestimmt, was richtig und was falsch ist. Deswegen bitte eine Sache merken. Wir können nicht sagen, dass Unwissenheit bei Schirk in jedem Fall gültig ist und nicht in jedem Fall gültig ist. Weil wir können manchmal zwei Personen haben, die dasselbe tun, der eine ist Kafir, der andere nicht. Bitte achtet auf diese Wörter. Ich wiederhole. Wir können zwei Personen haben, die dasselbe tun. Der eine ist Kafir, der andere nicht. Beide haben eine Kuffertat gemacht. Aber über einen wird mit dem Kuffer geurteilt, über den anderen nicht. Wer sagte das? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala in Majmu' al-Fatawa. Er sagte, nachdem er mit den Leuten der Jahmiyyah diskutiert hat. Die Leute der Jahmiyyah sind eine üble, abgeirrte Sekte, die einer bestimmten Person folgen. Und sie haben Kufriyat in ihrer Akida, dass sie
zum einen die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala ablehnen, dass sie sagen, Allah azza wa jal wird nicht gesehen, yawmul qiyamah, dass sie negieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala über den Thron ist und andere Sachen, Kufriyat über Kufriyat. Als Sheikhul Islam mit ihnen diskutiert hat, sagte er zu ihnen, nachdem sie gesagt haben, dass das Wort Allahs azza wa jal erschaffen ist, und natürlich, wer das sagt, ist ein Kafir. So sagte er zu ihnen, wenn ich dasselbige sagen würde wie ihr, wäre ich ein Kafir geworden. Was euch anbelangt, ihr seid Unwissende. Ich wiederhole. Wenn ich dasselbige sagen würde, was ihr sagt, und zwar, dass der Koran, was erschaffen ist. Wenn jemand jetzt sagt, der Koran ist erschaffen, allgemeines Urteil ist was? Abu Bakr? Allgemeines Urteil ist Kafir. Aber spezielles Urteil? Bedingungen sind nicht drin. Deswegen sagte er zu ihnen, wenn ich dasselbige wie ihr sagen würdet, wäre ich ein Kafir. Warum wäre er dann ein Kafir? Jetzt die Frage. Weil er nicht unwissend ist. Er kennt das Urteil. Dass wir das richtig verstehen. Idris ist im Vorstand von einer Moschee. Und Abu Bakr ist der Imam von der Moschee, wo Idris Vorstand ist. So. Idris kennt nicht viel vom Islam. Hat manchmal etwas im Koran gelesen, dass die Juden und die Christen auch, dass sie nicht traurig sein müssen, und dass die Yawmul Qiyamah zu den Gewinnern zählen werden. Jetzt sagt Idris, aus Unwissenheit, die Juden und Christen sind auch Gläubige und werden Yawmul Qiyamah was Gutes zu erwarten haben. Was ist das Urteil über Idris? Er ist noch ein Muslim, weil die Dings noch gegeben sind, weil er unwissend ist. Aber hast du gehört, so wie er ist noch ein Muslim? Ich glaube, ihr müsst noch was besprechen nach dem Unterricht. Er ist unwissend und hat unwissentlich etwas gesagt. Und Unwissenheit ist was? Ein Hinderungsgrund. Abu Bakr ist der Imam der Moschee, hat hier und dort studiert und kennt den Koran sehr gut. Aber als die Moschee Besuch bekam, und man sagte ihnen einfach nur, ja, und nicht, dass wir euch als Extremisten bezeichnen und wir mögen das nicht, dass ihr so über die Nicht-Muslime spricht, dass sie Kuffar sind. Daraufhin sagt jetzt Abu Bakr, die Juden und Christen sind Gläubige und werden das Paradies bekommen. Jan, was ist das Urteil über Abu Bakr? Dein Körper. Versteht ihr euch so im Allgemeinen gut? So. Alhamdulillah. Richtig. Warum Maybek ist er jetzt ein Kafir? Wir wissen so. Das ist die Aussage von Sheikhul Islam. Wenn ich dasselbe sagen würde wie ihr, wäre ich jetzt ein Kafir. Was euch anbelangt, ihr seid unwissend. Bist du überzeugt, dass es verboten ist, andere außer Allah anzubeten? Wenn du jetzt als Maybek hingehst und vor den Gräbern die Toten in den Gräbern anbetest, was bist du dann geworden? Kafir. Warum? Er weiß das. Er weiß das. Wallahi, Akhwa, diese Themen ohne Schlüssel des Verstehens, sehr gefährlich. Ohne Schlüssel des Verstehens, sehr gefährlich. Ihr seht es vor euren eigenen Augen. Wer Takfir nicht mindestens 90 Stunden studiert, das Thema an für sich, Iman und was damit zusammenhängt, der wird Katastrophen machen in diesem Gebiet. Auch manche Leute, die sich Tullabul Ilm nennen, du siehst, die haben gar nichts verstanden von diesem Thema. Deswegen muss man die Waage halten. Niemals darfst du zu den Murji'a gehören und niemals zu den Khawarij. Wir sind immer in der Mitte, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Gruppe zu der erfolgreichen Gruppe gemacht hat. Und du findest sie nicht nur unter den anderen Religionen, dass sie in der Mitte sind, sondern auch zwischen den Sekten. Na, tafadal.
113, wer die Kufar nicht zu Kufar erklärt, ist selbst ein Kafir. Das Urteil, das durch eigenes Bemühen, al-Ijtihad, in Bezug auf den spezifischen Takfir zustande kommt, gilt speziell nur für denjenigen selbst, der sich um das Urteil bemühte, al-Mujtahid. Es ist demjenigen, der sich um ein eigenes Urteil bemühte, nicht erlaubt, denjenigen, der ihm in seinem Urteil widerspricht, zum Kafir zu erklären. Er darf niemanden dazu verpflichten, das Ergebnis seines eigenständigen Bemühens zu bestätigen. Die Aussage von Ahlus Sunnah, wer die Kufar nicht zu Kufar erklärt, ist selbst ein Kafir, bezieht sich in Wahrheit nur auf diejenigen, die der Koran und die authentische Sunna selbst zu Kufar erklärt haben. So bezieht es sich beispielsweise auf den Kufr von Pharaon, Haman, Abu Jahl und Abu Lahab. Es bezieht sich jedoch nicht auf den spezifischen Takfir, der durch ein eigenständiges Bemühen zustande kommt. Seht ihr? Das ist das, was wir heutzutage haben. Was hört ihr immer? Wer den Kafir nicht zum Kafir erklärt, ist selber ein Kafir. Erstmal diese Regel sollten wir verstehen. Diese Regel, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, als er über Nawaqid al-Islam gesprochen hat, über die Auslöscher des Islams, das ist die dritte Regel in seinem Buch, so hat er nicht gesagt, man lam yukafir al-kafir kafar. Das war nicht die Ausdrucksweise von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, sondern er sagte, man lam yukafir al-mushrikin kafar. Ja, Unterschied zwischen Mushrik und... Passt doch. Wer den Muschrik nicht zum Muschrik erklärt, ist selber ein Kafir. Was meinte er damit? Er meinte damit, es gibt Leute, über die gibt es ein klares Urteil. Jeder. Und das Ijma unter den Gelehrten. Ich gebe euch jetzt zwei Ijma aus dieser Regel. Jeder, der ein Nicht-Muslim ist, ist in unserer Religion ein Kafir. Und Al-Qadi, Rahimullah Ta'ala, einer der großen Gelehrten, sagte in seinem Buch Al-Shifa, dass damit gemeint ist, dass es diejenigen sind, die keine Muslime sind und diejenigen, die Allah und sein Gesandter zu Kuffar erklärt haben. Das sind die beiden Gruppen, über die wir sagen, wer die Kuffar nicht zu Kuffar erklärt, ist selber ein Kerl. Ich wiederhole. Welche zwei Gruppen sind das? Einmal, Ahmed? Kuffar al-Asliyun. Kuffar al-Asliyun, sehr gut. Al-Kafir al-Asli. Al-Kafir al-Asli. Das heißt, der ursprüngliche Kafir. Und? Und derjenige, der wo Allah ihn zum Kafir erklärt hat. Allah und? Sein Gesandter. Und sein Gesandter ihn zum Kafir erklärt hat. Das ist Ijma. Bitte? Kafir. Asli, das ist der ursprüngliche Kafir. Und dann gibt es den Kafir, den Allah und sein Gesandter zum Kafir erklärt haben. Nein, das ist den Allah und sein Gesandter zum Kafir erklärt haben. Al-Kafir, alladhi kaffarahu Allahu wa Rasul. Wenn du jetzt sagst, Abu Bakr, die Juden sind keine Kuffar, warum bist du dann Kafir geworden? Weil ich gesagt habe, dass jemand, der kein Muslim ist, ein Gläubiger ist. Also, nein, das ist nicht der Grund. Warum ist er ein Kafir geworden? Allah sagt das nicht vor. Damit hättest du Allah der Lüge bezichtigt. Weil Allah sagt, sie sind Kuffar. In dem Moment, wo du sagst, sie sind nicht Kuffar, hast du wen der Lüge bezichtigt? Allah subhanahu wa ta'ala. Mafum? Verstanden? Wer sagt, die Christen sind Gläubige und kommen in das Paradies? Dieser wird warum ein Kafir? Maybe? Weil Allah sie als Kufar. Weil Allah sie. Ungläubig sind doch bereits diejenigen geworden, die sagen, Allah ist einer von drei. Dann sagst du, ja Allah, das stimmt nicht. Ich sehe das anders. Es gibt Ikhtilaf zwischen uns. Schaut mal, das ist ein Verbrechen, ja? Das ist ein Verbrechen, wenn wir darüber reden. Das sind die beiden Gruppen, die hier gemeint sind. Wer nicht den Kafir zum Kafir erklärt, ist selber ein Kafir. Damit ist nicht gemeint, was die Takfiris und Khawarij heute verstehen, dass wenn eine Person ihnen nicht gefällt, persönlich, ja, ihnen persönlich nicht gefällt
und sie ihn als Käfer bezeichnen und du nicht mitmachst, dann bist du für sie ein Käfer. Ihr kennt ja das Spielchen mit den Präsidenten, mit den Gelehrten, mit den Obrigkeiten. Wer den und den nicht zum Käfer, als Käfer sieht, ist selber nach ihnen ein Käfer. Das ist Wollen, Ungerechtigkeit. Und sie widersprechen damit was? Sie widersprechen damit den Glaubensgrundsätzen von Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Imam Ahmad, rahmatullah alayh, hatte einen Lehrer. Wer war sein Lehrer unter den bekannten vier Madhahib? Al-Shafi'i. Was ist von Al-Shafi'i bekannt? Welche Ansicht hatte er bezüglich dem Unterlasser des Gebetes? Noch Muslim. Der ist noch ein Muslim. An-Nawawi hat das übertragen, rahimullah ta'ala. Taib. Imam Ahmad hatte welche Ansicht? Kafir. Dass er ein Kafir ist. So. Nach dieser Regel, die die Unwissenden, unerzogenen, milchzähne Kinder nicht verstanden haben, hätte was Imam Ahmad wen zum Kafir erklären müssen? Na, no, Shafi'i. Weil wer den Kafir nicht zum Kafir, weil Imam Ahmad sagt, der ist Kafir. Allgemeines Urteil natürlich. Der ist selber ein Kafir, also müsste er seinen eigenen Lehrer, Al-Shafi'i, vom Islam ausschließen. Ach, alle? Okay, das heißt, wer diese Regel so betrachtet, nein, das ist nicht gemeint. Und der klare Beweis dagegen von den Salaf. Und darüber haben wir verschiedene Überlieferungen in Majmu' al-Fatawa von Sheikh al-Islam, in al-Bidaya wa al-Nihaya von Ibn Kathir und anderen, dass in der Zeit von al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, dieser war ein ungerechter Herrscher, den manche Gelehrte als Käfer bezeichnet haben und andere nicht. Also, was denkt ihr, die damaligen Gelehrten, wenn sie eins als Käfer bezeichnet haben, haben sie das einfach so aus Gelüst gemacht? Sondern hatten sie Gründe? Sie hatten Gründe. Sie haben gesagt, der ist ein Käfer. Tawus, unter anderem Tawus ist ein Schüler von Ibn Abbas, radiallahu anh, und andere, sie haben gesagt, er ist ein Käfer. Andere Gelehrte sagten, nein, er ist kein Kafir. Subhanallah. Jetzt die Sache. Warum hat Tawus die anderen nicht vom Islam ausgeschlossen, die nicht gesagt haben, er ist ein Kafir? Weil wer den Kafir nicht zum Kafir erklärt, ist selber ein Kafir. Warum haben sie sie nicht vom Islam ausgeschlossen? Richtig, sehr gut. Und das ist das, was er hier sagt. Er sagt, Hafidhullah, die Aussage von Ahlus Sunnah und zum Schluss bezieht sich jedoch nicht auf den spezifischen Takfir, der durch ein eigenständiges Bemühen zustande kommt. Jetzt zum Beispiel, Abu Bakr ist Gelehrter und er beschäftigt sich eine Zeit lang mit einem gewissen Präsidenten. Und für ihn scheint als Gelehrter der Urteilsspruch, dass dieser Gelehrte ein Käfer ist, scheint angemessen. Darf Abu Bakr uns jetzt sein Urteil aufzwingen? Ja oder nein? Nein. Warum nicht? Weil das ein Thema von Ijtihad ist. Dafür haben wir kein Siegel von Koran und Sunnah. Das ist ein Ijtihad-Thema. Und das ist klar, weil es niemals in der Geschichte auch etwas anderes gegeben hat. Ansonsten, weil manche Gelehrte jemanden als Kafir gesehen haben damals, hätten sie den anderen auch aufzwingen müssen, dass sie ihn als Kafir sehen. Tawus, der Abu Yusuf, der Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi als Kafir gesehen hat, schrieb sogar einen Brief an die anderen Gelehrten, die ihn nicht zum Kafir erklärt haben, wie Ibn Kathir berichtet. Er sagte, meine Brüder, wahrscheinlich habt ihr euch geirrt. Wie hat er sie genannt, Abu Bakr? Brüder. Brüder. Wird ein Takfiri Bruder zu dir sagen? Nein. Das ist der Unterschied zwischen Tawus, der was? Ein Gelehrter war und Wissen hatte, im Vergleich zu einem, der im sechsten Stock im Hinterhof wohnt und noch nie die Sonne gesehen hat. Das ist der Unterschied. Meine Brüder, Allahu Akbar. Erzählt ihnen das nicht, sonst werden sie Tawus auch vom Islam ausschließen.
weil das Thema bei ihnen wie Wasser trinken ist. Ich will euch nur auf eine Sache hinweisen. Ein Sheikh, er erzählte, er diskutierte einmal mit einem Takfiri, nur damit ihr wisst, wer diese Leute sind. Im Laufe des Gesprächs sagte der Takfiri zum Sheikh, zu dem Alim, du bist ein Kafir. Die haben kein Problem damit, das ist für sie wie Wasser trinken. Dann sagte der Sheikh, Tayyib, möge Allah mir verzeihen, ich werde jetzt den Islam nochmal annehmen und du bestätigst, dass ich Muslim bin. Er hat ihm gesagt, du kannst den Islam nicht annehmen. Das ist vielleicht für uns lustig, aber ihr wisst, worauf es hinausgeht. Ne? Sie wollen bestimmen, wer Muslim sein darf und wer nicht. Habt ihr verstanden? Sie wollen bestimmen. Nicht Allah bestimmt, sie wollen bestimmen. Und ihre Abneigung gegen uns hindert uns sowieso daran, dass sie uns in irgendeiner Weise als Muslime sehen. Überlegt mal, wenn sie die Sahaba als Kuffar gesehen haben, die Khawarij, was denkt ihr, wenn sie uns nicht zu Kuffar sehen? Wenn sie uns nicht als Kuffar sehen? Wenn sie die damaligen Sahaba als Gelehrte nicht akzeptiert haben, werden sie die heutigen Gelehrten akzeptieren? Das ist die Sache. Und daher sollen wir uns nicht wundern, dass diese Leute in die Irre gegangen sind, weil Allah auch, was kennt ihre Herzen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. Und fürchtet Allah und Allah wird euch Lehren beibringen. Was war die Bedingung, dass Allah lehrt und beibringt? Gottesfurcht. Die haben diese Leute nicht. Die haben diese Leute nicht. Überlegt mal, in der Zeit der Khawarij haben sie Abdullah ibn Khabbab, radiallahu an, den Sohn von Khabbab ibn al-Arad, den großartigen Sahabi, der Sklave gewesen ist. Sie haben seinen Sohn Abdullah einmal gesehen mit seiner Frau, die Überlieferung ist bei Imam Ahmed. Und haben gesehen, dass sie schwanger ist. Sie haben sie getötet und ihren Bauch aufgeschnitten und das kleine Kind, das Säugling, getötet. Den Säugling getötet. Und danach Abdullah ibn Khabbab haben sie getötet. Und eines Tages hat einer von den Khawarij ein Schwein von den Ahl-Dhimma, Ahl-Dhimma sind Juden und Christen, getötet. Hat der andere ihn gesagt, fürchtest du nicht Allah? Du hast jemanden, du hast ein Tier getötet, welches den Ahl-Dhimma gehört. Fürchtest du Allah nicht, dass du ungerecht gehandelt hast? Also Abdullah ibn Khabbab zu töten und die Frau ihren Bauch aufzuschlitzen, ist nicht wie ein Schwein zu töten. Aber Allah hat sie so gemacht. Sie haben die schlimmsten, widerlichsten Herzen auf der ganzen Welt. Wisst ihr, wer mit Dajjal rausgehen wird, wenn er kommt? Hm? Unter anderem die Khawarij. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung ist bei Imam Ahmad, er sagte, kullama kharaja qarn qutir. Ein jedes Mal, wenn eine Gruppe von ihnen herauskommt, von den Khawarij, wird sie abgetrennt. Das heißt, Allah gibt ihnen niemals, was? Stellung. Siehst du auch, die haben niemals Stellung in der Geschichte bekommen. Zu keiner Zeit. Sie kommen immer auf, wie er sagte, jedes Mal, wenn eine Gruppe von ihnen, das kommt immer so, plötzlich, dann sind sie weg, wie Pilze. Dann sind sie wieder da, dann sind sie weg. Aber von Allah bekommen sie nie eine Stellung. Dann sagte er, bis zur Zeit von Dajjal und sie mit ihm herausgehen. Damit man nur weiß, wer diese Leute sind. Im Übrigen, wer wird den Dajjal auch unterstützen? Von denjenigen, die wir besonders lieben, im ironischen Sinne. Die Juden. Schaut mal, mit wem sie an einer Seite sind. Und so weiß man, mit wem man es zu tun hat. Na, weiter. Takfir beruht nicht auf Gegenseitigkeit oder Rache. In Bezug auf den Takfir und den Tabdir gibt es eine Behandlung, die auf Gegenseitigkeit gibt es keine Behandlung. Beruht. Gibt es keine Behandlung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Also, dass man jemanden nach seiner eigenen Handlungsweise behandelt oder dass man auf diese Weise seine Wut rauslässt oder Rache nimmt. So wie du nicht auf dieselbe Weise handeln darfst, wenn jemand gegen deine Familie Unzucht begeht oder dich anlügt. Wenn jemand auch deine Familie missbraucht, etwas Schlechtes mit ihr macht, du darfst ihm nicht sagen, dass er ein Kafir ist. Allahu Akbar. Ja. Warum? Weil das Urteil gehört Allah.
Shar'ullah. Das Urteil gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmullah, sagen wir. Deswegen ist es nicht erlaubt, dass du ihn zum Kafir erklärst. Oder zum Beispiel ein Herrscher. Er lässt dich peitschen, er beklaut dich und macht etwas, was du nicht magst. Vielleicht tötet er sogar dein Kind. Kannst du Kafir zu ihm sagen, Jan? Weil das keine Taten sind, die großer Kufr sind. Verstanden? Das heißt, Ahlus Sunnah machen nicht Takfir gegenseitig, wie die Takfiris das untereinander und mit sich selbst machen. Er duscht dreimal am Tag, weil er sich dreimal vom Islam ausgeschlossen hat. Dreimal am Tag. Ahlus Sunnah machen das nicht. Ich habe jetzt Streit mit Maybek, er beleidigt mich zutiefst, dann sage ich, du Kafir. Passiert das oft unter den Geschwistern? Sehr oft. Sehr oft. Warum macht er das? Aus welchem Antrieb heraus, Jan? Wut. Wut und? Hass. Rache. Nicht erlaubt. Haram, er ist ungerecht in dem, was er gesagt hat. Ha? Deswegen, das ist nicht ein leichtes Wort. Da muss man seine Zunge halten. Auch wenn es manchmal bei dem einen oder anderen auf der Zunge kribbelt. Du musst das halten. Das ist verboten nach Ahlus Sunnah wal Jamaah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, es gibt andere Wortlaute, er sagte, man qala li achihi ya kafir faqad ba'a ahadun bihima. Derjenige, der zu seinem Bruder sagt, du Kafir, so wird der eine, der das gesagt hat, das wieder zurückbekommen. Die Gelehrten sagen, Allah wird ihn selber mit dem Kufr prüfen innerhalb seines Lebens. Jetzt wisst ihr auch, warum viele Takfiris den Weg verlassen. Habt ihr schon oft gehört? Die verlassen komplett den Weg. Komplett. Weil das zurückkommt, Fitna. So wie du deinen Bruder zum Kafir, als Kafir bezeichnet hast, kommt das wieder zurück. Ja. Kein Takfir bei Meinungsverschiedenheit, die auf Ijtihad basiert. Es gibt keinen spezifischen Takfir bei Meinungsverschiedenheit in Angelegenheiten, die eine eigene Urteilsbemühung erfordern, Masail al-Ijtihad, und in denen Meinungsunterschiede möglich sind. Das heißt, es ist nicht erlaubt, jemanden in Bezug auf diese Art von Angelegenheiten zum Kafir zu erklären. Na, zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-Ahdu alladhi bainana wa bainahum, As-Salah, faman tarakaha faqad kafar. Die Angelegenheit zwischen uns und ihnen oder der Vertrag zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Wer es unterlässt, man auf faman tarakaha. Was ist das für ein Ausdruck, wer es unterlässt? Allgemein oder spezifisch? Allgemein. Allgemein. So. Jetzt einer sagt, für mich ist derjenige, der nicht betet, ein Kafir. Jetzt einer sagt, für mich ist derjenige, der nicht betet, ein Kafir. Wenn du eine andere Ansicht hast, Maybek, darf er dich zum Kafir erklären? Nein. Warum nicht? Weil das eine Sache des Dschihads ist. Und eine Meinungsverschiedenheit. Das ist eine Meinungsverschiedenheit. Da darf er nicht sagen, du bist ein Kafir. Und überhaupt, Dschihad haben wir schon gesprochen darüber. Als die Salaf Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi zum Kafir erklärt haben. Was war das? Dschihad. Aber passt auf, es gibt Leute, der sagt dir, ja schau mal, die einen dürfen die anderen nicht angreifen. Wir sagen einfach Kafir, dann sagen wir ihnen, Habibi, komm mal her. Das war Tawus. Du bist Bambus. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Tawus, der ein Gelehrter ist und der die Ahkam, At-Takfir kennt, im Gegensatz zu dir, der du nicht mal ein Buch über Tahara kennengelernt hast. Der will dir das so abtun, ja, die haben es doch gemacht, dann kann ich es auch machen. Das sind Gelehrte. Das heißt, in Sachen, wo es ein Ijtihad gibt, wo jemand, in welchen Sachen gibt es nur ein Ijtihad? Wer sagt mir, wie ist die Regel in Usul Fiqh? In welchen Sachen darf es nur ein Ijtihad geben? In welchen Sachen? Nein. Wo es keinen kleinen Beweis gibt? Richtig. Die Gelehrten sagen, Qaida, Regel, La Ijtihada ma'an Nass. Es darf keinen Ijtihad, eigenes Abmühen geben, wenn es was gibt, einen klaren Beweistext. Kannst du jetzt kommen, Abu Bakr, und sagen,
ich werde mein Urteil ergründen, ob der Alkohol verboten ist? Nein, weil es zum Beweistext gibt. Ob Zina verboten ist? Traurig, es gibt auch Beweistext. Ob Zinsen verboten sind? Ob das Anbeten der Aulia verboten ist? Warum? Weil es gibt hier klare Beweise. Und sogar Ijma. Also, alles, was du nicht magst. Und insofern darfst du, und das machen die Khawarij ebenfalls, die machen in diesen Masail, wo jemand sich abmüht, wo jemand was sich abmüht und sagt, man kann in diesem Fall so und so machen, der sagt, der ist Kafir. Und es gibt in dieser Angelegenheit was? Keinen klaren Beweis. Und das ist Unrecht. Wallahu ta'ala ala ma'alam.